Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Tennis4U. Heute soll es, wie ihr vielleicht im Titel schon gelesen habt, um die zweite Generation meines Ambilights gehen. Ich hatte da so einen Hinweis von einem User und habe dann irgendwie doch wieder Bock bekommen, jetzt für meinen neuen Fernseher, den ich mir beim vorletzten Prime Day gekauft habe, ein neues Ambilight zu bauen. Und das Ergebnis seht ihr hier schon und ich möchte euch gerne mal mit auf die Reise nehmen, was ich denn dieses Mal gemacht habe, was ich anders gemacht habe und ja. Wie es dazu gekommen ist. Ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß und bleibt dran.
dass, wie man hier auch sehen kann, ich unterschiedliches Flackern der LEDs hatte. Und das hat den Hintergrund, besonders das kann mehrere Hintergründe haben. Zum einen müsst ihr überprüfen, wenn ihr das Ambilight auch baut, ob die Kabel untereinander genug abgeschirmt sind, nicht, dass sie sich gegenseitig stören und deswegen diese unterschiedlichen Signale hier generieren. Das zweite kann sein, was ich auch gemacht habe, ist zu gucken, ob vielleicht die Kabel einfach zu lang sind, dass die Signale, die am Ende ankommen, nicht die sind, die tatsächlich auch abgegangen sind. Und das dritte ist, ob die Kabel, ob der Querschnitt der Kabel überhaupt dick genug ist, um beispielsweise jetzt die Spannungsversorgung aufrechtzuerhalten. Und was ich auch noch zu gemacht habe zum Schluss, dass ich an beiden Seiten der LED-Stripes Strom angelegt habe. Einfach, dass die Länge der kompletten Stripes auch ordentlich versorgt ist. Ich kann euch als Tipp nur mitgeben, und das habe ich zum Glück im Internet gefunden, benutzt als Verbindung vom Pi zu den LED-Stripes ein Netzwerkkabel, denn die sind in der Regel besonders isoliert und haben sowieso mehrere Adern, sodass ihr ganz entspannt im Prinzip diese ganzen Adern benutzen könnt, um alle Anschlüsse am Pi und an den LED-Stripes auch vernünftig betreiben zu können. Was mir bei der zweiten Generation von meinem NB-Light auch wichtig war, wie man hier auch sieht, dass ich Steckverbindungen habe zwischen der Kontrolleinheit, sage ich mal, mit dem Pi und den anderen Gerätschaften und den LED-Stripes, sodass ich im Prinzip, wenn ich auch aus irgendwelchen Gründen die LED-Stripes nicht mehr benutzen will, dass ich die einfach abklemmen kann und im Prinzip die neuen Stripes dann einfach mit der bestehenden Kontrolleinheit verbinden kann über Steckverbindungen. Stripes Typ die AP102 verwendet im Gegensatz zu den in der Anleitung vorgeschlagenen BS2801. Vorteil soll wohl sein, dass die Weißwerte von vornherein deutlich besser sind, man also weniger konfigurieren muss. Das kann ich jetzt so nicht bestätigen, aber an sich bin ich sehr zufrieden mit dem Bild und auch die LED-Dichte pro Meter ist höher. Das habe ich auch tatsächlich festgestellt. Ansonsten ja, könnt ihr natürlich selber auch nochmal gucken, welcher Typ euch jetzt besser gefällt. Ich habe jetzt also meine ganze Hardware, bis auf natürlich die LED-Stripes, in dem Köfferchen und muss sagen, dass der wirklich seinen Dienst tut. Worauf ihr natürlich achten müsst, wenn ihr auch so einen Koffer baut, dass der ausreichend Lüftung hat, sprich, dass die Komponenten da drin nicht zu heiß werden und dass ihr die natürlich auch ordentlich da befestigt. Also ich habe extra diese Holzplatte genommen, damit ich die eben verschrauben kann und ja, damit auch nichts hin und her wackelt und alles so läuft, wie es soll. Ich hoffe, euch hat dieses Update gefallen und lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.